das erste Rayman, was ich eigentlich gespielt habe, war noch auf dem Dreamcast. Das war ziemlich lustig. Die Dreamcast war irgendwie auch das erste, die erste Konsole, die auf dem Gamepad irgendwie so einen kleinen Bildschirm hatte. Das Ding ist uralt, keiner hat je damit gespielt. Ich habe damit gespielt, bei mir war es aber Tom und Jerry. Oh, cool. Das erste Rayman, was ich gespielt habe, war eigentlich eher ziemlich spät, dieses Rayman 3. Okay. Ja, und ich hab zwei noch gespielt. Woodlum Havoc? Ja, ja, genau. Genau, ja. Nee, ich hab, also bei mir war das erste Rayman, was ich gespielt habe, halt Rayman 2 in 3D auf meinem alten Möhrenrechner, der irgendwie so groß war und eine Leistung hatte wie mein Handy. Das war echt. Boah, damals hat man sich gefreut, wenn das Spiel dann irgendwann mal gestartet ist. Also, ja, das stimmt. Nein, da hast du das Spiel gestartet, du bist erst in der Dusche gegangen. Genau. Oh Gott, ey. Boah. Ja. Aber Rayman war schon echt faszinierend, fand ich. Also einfach die Welt. Der war konnte. Alles rund und so verschnörkelt. Verdammt, der konnte jetzt mit seinen Haaren fliegen. Ja, ja auch. Ja. Und er hatte keine Arme und keine Beine und keinen Hals. Na, das war mir egal. Der konnte so. Obwohl er das bei Rayman 2 ja trotzdem nicht gemacht hat, da hat er irgendwelche hässlichen kleinen Energiebälle geschmissen. Ja, und seine Hände klebten noch an seinem Körper. Ich finde auch den Humor echt witzig. Zum Beispiel in Rayman 3. Oh ja, der hat, ist in Drop 3 nochmal ein bisschen besser geworden. Da gab es so eine komische Fliege, die immer mit dir rumge. Die gibt's auch in Rayman 3. Ich finde, die hat immer sowas von genervt. Ich weiß nicht wieso, aber die ging mir immer so auf den Sack. Nach meiner Rolle in Rayman 2 hat er mir eine schöne Rolle versprochen. Als jemand, der in den Augen einer Frau mit sehr großen Augen die Liebe findet. Ja, ja, ist klar. Und ich weiß nicht, am Anfang war das Vieh sehr oft da. Später dann in dem Teil dann halt nicht, ich weiß nicht wieso. Ja, der ist quasi dein Tutorial-Mensch. Ach so. Viech gewesen. Ja, das war aber auch im ersten Teil, im zweiten Teil. Ersten Teil habe ich gespielt. Ich habe mich im zweiten Teil so unglaublich gefreut. Als ich dann von dieser komischen Fee, die der ja immer diese silberne Loops da gegeben hat und die Fähigkeiten gegeben hat, dann kriegst du irgendwann in irgendeinem Level von der die Fähigkeit, dass du mit deinem Helikopter auch nach oben fliegen kannst. Nicht nur gleiten. Nicht nur gleiten, sondern richtig fliegen. Und dann fliegst du da ein Level durch die Gegend, kommst am Ende in irgendeinen Raum, wo am Rand so Lava runtergeht und fliegst da so rein und denkst du so, okay, warum bin ich jetzt hier drin? Hinter dir kommt irgendein Gegner rum, haut dir voll auf den Dads und dann ist deine Fähigkeit wieder weg. Toll. Ja, ich hab mich so geärgert. Ey. Aber jetzt weiß ich auch, wieso ich mit dem dritten Teil angefangen habe. Das war der mit diesen Dosen, wo man diese verschiedenen Fähigkeiten gekriegt habe. Genau, da das fand ich richtig geil. Den hatte ich das erste Mal bei einem Nachbarn von einem alten Schulkumpel von mir gespielt auf einer Xbox. Alter, und das war so geil. Und dann als Kind, da habe ich den mit meinen Kumpels, also ich weiß nicht, ob ihr mit dabei wart, das ist schon eine Ewigkeit her. Ja. Ihr wart ja ein paar Klassen höher. Und dann haben wir dann im Zimmer, ja, ich bin der mit der orangenen Dose. Orange war dann, glaube ich, mit der Rakete. Die Rakete, genau. Dann gab es den roten, wo er dann extra mit so einer. Die Stachel war stärker. Konnte die komischen. Die Mickey Maus, wo er dann immer noch den Helikopter, wo er dann auch die ganze Zeit fliegen konnte. Das war sowieso richtig. Ja, das war so. Einfach eigentlich so Kopfhörer und dann hat er aber, als er dieses erste Mal kriegt er diese Ohren. Ah, geil. Ja, aber. Was gab's noch? Da gab's die so Kette. Die Ketten, ja, genau, die auch so Kette. Die Kette war cool, weil du konntest mal den Gegner greifen und danach schocken. Und dann saß immer da, weil ihn hatte. Stirb. Und das war halt auch faszinierend, dass das alles in 3D war. Weil es war vorher fast alles in 2D immer. Ja, Rayman 3 war das erste Spiel, was nicht mehr auf meinem Tower lief. Hab ich dann bei meinen Eltern gezockt. Oh, du Armer. Du Armer, ehrlich. Ich hab Rayman nie durchgespielt. Den Teil? Alle. Alle Raymans, die ich gespielt habe, habe ich nie durchgespielt, weil ich keinen Bock hatte. War das Ende bei Rayman 3 bei dir auch so schrecklich verbuggt? Nee. Also ich kann mich nicht. Das ist schon eine Ewigkeit her, ich weiß. Also bei Rayman 3 habe ich irgendwann mal dann durchgespielt, dann doch, auf dem Rechner meiner Eltern. Ey, das Ende war mit das schlechtest programmierteste Ende, was ich kannte. Also das war dann halt wirklich, du kamst wieder in so einen Raum, wie bei diesen scheiß Ärzten, whatever, die da irgendwie an Globox rumdoktern. Ja. So, und dann gingst du den Gang lang und dann wurde der Bildschirm schwarz. Und du sahst nur noch die Looms. Ein bisschen Looms nachgelaufen und dann kamst du in ein orange-braunes Matschgebiet, wo der letzte Endgegner war. Du hattest die ganze Zeit so Farbumkehrstreifen über dem Bildschirm, das Ganze sah aus. Aber irgendwas bei dir nicht gestimmt, meiner war super. Na, meine das habe ich bei meiner Oma auf dem Rechner gespielt und der ist wirklich die allerletzte Möhre. Der allerletzte Endgegner. Ja, ja. Ich denke, du hast es nicht durchgespielt. Habe ich nicht, aber den habe ich natürlich mal angezockt. Nee, ich rede jetzt von der allerletzten Sequenz dann, also auch. Also so. Es war halt wirklich widerlich. Also ich kann sagen, dass also als er da so flog, hattest du diesen fetten Balken über dem Bildschirm. Ja, irgendwas stimmt in Rayman noch nicht. Ich hab mal Rayman 2 beim Kumpel, oh Mann, kennst du noch, gezockt und das war bei dem auch irgendwie verbuggt. Da waren dann so einfache Stellen wie 2 Meter Wassergraben mit Piranha, der da rumspringt, wo man halt locker rüberkommt im Gleiten, waren dann halt einfach mal 10 Meter höher gelegen und
zwei Meter weiter auseinander, wo du es gerade so schaffst, rüberzukommen. Irgendwas hat. Du konntest doch schwimmen. Nein. Oder war es ein Giftsee? Das war ein Giftsee. Achso, in der normalen konntest du ja nicht schwimmen. Ja, ja. In Giftseen bist du halt einfach instant gestorben. Ich habe bei Rayman 2 das Surfen, also das Wasserskifahren hinter dieser Schlange geliebt. Das war cool. Ja, die Figuren on the Rayman ja auch geil. Die allgemein alle Figuren, eigentlich, ja. Aber wenn wir jetzt schon bei Rayman sind, eigentlich müssten wir jetzt mal auf die neueren zu sprechen kommen. Wollte ich gerade sagen, ja, weil ich habe also auf Rayman, Origins. Wie heißen sie? Origins und Legend? Ja, Origins kommt erst noch. Legends ist jetzt schon draußen, war nämlich im Line-Up von der Wii U. Mhm. Kann ich euch aber leider noch nicht zu sagen. Ich kann euch was mal gucken, ob es irgendwie die Tage bei mir hier in der Wohnung landet. Das werden wir noch sehen müssen. Ja. Aber bei Origins habe ich ja bei dir schon zugeguckt. Origins habe ich auch schon angezockt. Ich lustig aus. Ich finde den neuen Grafikstil finde ich super. Ja. Als meine Ma den Grafikstil gesehen hat, meinte sie erstmal, die hätten jetzt ganz viel bei Disney geklaut, worauf ich ihr sofort über den Mund gefahren bin und meinte, nee, Globox ist mittlerweile, ich weiß nicht wie alt, und Drachenzähmen leicht gemacht Disney von Disney, von ist halt geklaut, deutlich jünger, das heißt eher, dass Disney geklaut hat. Klar. Naja. Was mir dazu einfällt, noch kurz zu Origins, wenn du was hast. Ich habe vieles zu sagen. Wieder weiter zurück überleiten. Ich wollte eigentlich noch was sagen, ja, aber ich komme ja hier nicht zu Wort. Ja, dann mach. Nee, aber ich weiß nicht, ich war ein bisschen, am Anfang habe ich wirklich gedacht, als ich das gehört habe, dass ein neues Rayman rauskommt, dass es wieder in 3D kommt, weil ich fand das so geil einfach im dritten Teil. Ja. Aber als ich dann gehört habe, dass es nur 2D ist, war ich ein bisschen... Warte mal kurz, du hast gerade einen Schatten. Geh mal. War ich gerade ein bisschen, war ich auch ein bisschen kritisch und hatte Angst, dass es dann nicht besonders gut wird, so wie die alten Teile. Aber ich war wirklich fasziniert, die haben da... Ist geschafft, dieses 2D, also das normale, dass man so nach links, nach rechts laufen muss, irgendwie hingekriegt, dass es trotzdem irgendwie wieder neu rüberkommt. Ich weiß nicht wieso. Also bei Rayman auch ganz wichtig ist, finde ich, sind diese Level, wo das einfach das komplette Level hinter dir kaputt geht. Ja, das ist das kommt auch immer wieder. Da gab es ein Level, da saß ich Tage Moving ein. Screen. Boah, das ja, war, genau. Das hat aber Mario erfunden. Ja, nebenbei. Ja, aber da kracht hinter dem einfach nicht das komplette Level ein. Nö, was einfach dem. Ja, genau eben. Also mittlerweile gibt es auch so Mario-Level, wo die ganze Welt ein Kraft hat. Mir gerade noch eingefallen ist, haben wir ja bisher völlig vergessen, Rayman, die Rabbids. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Viecher waren am Anfang schon sehr geil. Ja. Aber Rayman, das Spiel mit dieses komische Partyspiel mit diesem scheiß Kaninchen, nein, das habe ich ja nie gespielt. Das Partyspiel kam ja erst später. Das ursprünglich war ja, wo du als Rayman mit diesem Pömpel, genau, das dieser Pömpelkanone, nein. Ach so? Das erste war so quasi so ein Morhut oder wie? Ja, habe ich auch nicht gespielt. Auf jeden Fall das Partyspiel. Ja, das war Partyspiel. Im Partyspiel drin. Ja. Ach so, okay. Ja, ja. Deshalb war ich so verwundert. Aber okay, wir haben jetzt dieses Partyspiel und den zweiten Teil vom Partyspiel habe ich ja nie gespielt. Das einzige, was ich mal gespielt habe, war die Computeradaption von diesem Rabbids Go to Moon. Ja, oh, das war ja so kacke sortiert. Also ich glaube, das Spiel ist echt witzig. Das hat auf dem Computer, also die einzelnen Levels haben echt viel Spaß gemacht. Und das hatte echt viel Charme. Das einzige Problem war die Menüführung. Du wusstest nie, welches Level du spielen musstest. Du hattest sofort alle Level. Und wenn du das richtige Level gespielt hast, hast du auch die Story vorangetrieben. Aber du wusstest nicht, welches das richtige war. Aber du hattest halt keinen Hinweis. Es gab keine Sortierung. Ja. Das war scheiße. Aber ansonsten war echt witzig. Ich finde aber, dass man da Rayman wirklich in den Hintergrund gestellt hat, diese Minispiele. Mhm. Die Hasen waren da wirklich im Vordergrund und die waren auch lustig. Die waren auch geil. Ja, ich hab ja auch Back to the Moon habe ich ja mit dir gespielt. Das haben wir zusammen durchgezockt, genau. Ja. Oh, Alter, das war so witzig. Aber danach hatte ich die Schnauze voll von den Hasen. Ja. Weil irgendwann ist Schluss. Ja, stimmt. Die haben es irgendwann übertrieben damit, leider. Mhm. Die haben ja irgendwann, das war ja das Spiel, war auch allein nur mit den Hasen, nicht wahr? Weil die waren dann nicht mehr dabei. Ja, die das war das, wo du durch die mit dem Einkaufswagen durch die Gegend fährst. Wir wollen ja nicht mit den Hasen reden, wir wollen ja eigentlich über Rayman. Ja, reden. Eben. Genau. Aber die gehören da irgendwie auch noch ein bisschen dazu. Ja, kleines Stück. Also einer meiner Lieblingslevel aus Rayman 2 war ja auch mit Globox, wo du ihn vor diesem komischen Piraten beschützen musstest und er konnte halt diesen Regentanz. Naja. Oder lauter so Geschichten. Oh, also komm, Globox ist generell einer der geilsten Charaktere. Bis jetzt fand ich die Piraten auch immer noch die besten Gegner. Weiß auch nicht. Ach, die Hoodlums waren cool. Ja, aber die waren so... Oh mein Gott, das ist ein roter Loom und er ist böse geworden. Also ist er jetzt ein schwarzer Loom. Nee, weniger die schwarzen Looms als Gegner, sondern ich meinte jetzt eher die Hoodlums. Also wenn sie dann in ihren Körpern waren. Ja, da haben sie mich immer an irgendeinen Überschnitt aus irgendeinem schlechten, richtig schlechten Texas-Film-Dings erinnert. Mit Cowboys und dergleichen. Stimmt. Und Star Wars. Die Sandleute. Ja, Ich muss euch sagen, im dritten Teil, als ich dann, wie hießen diese Viecher, die man nicht unschlagbar waren, die man nicht schlagen konnte. Oh, die Knarren. Die Knarren, genau. Alter. Als ich 12 war und das gespielt habe,
konnte ich bis dahin nicht weiterspielen, weil ich vor den Viechern Angst hatte. Mhm. Die haben immer ganz komische Sachen gesagt, wie keine Ahnung. Und dann sind sie ihre Wege immer gelaufen und ich hatte so einen Schiss, wenn mich einer trifft, dann ist man tot gewesen. Ja, ja. Das war für mich so eine Art Horrorspiel, obwohl Rayman, ja, Alter, das war so. Das war wirklich so. Das war dann so eine düstere Atmosphäre. Ich habe das neulich mal wieder angezeigt. Ich habe mich ewig nicht getraut, an den vorbeizulaufen. Ja, und dann habe ich halt so piu gegen den Gong. Und dann renne ich da einmal im Kreis und dann habe ich die wieder abgehängt. Eigentlich ist das total easy, aber ich hatte auch ewig lange nicht durchgezockt. Also ich hatte keine Angst vor den Viechern. Ja, du bist ja auch ein ganz harter. Ja. Ja, naja, deshalb spiele ich ja demnächst auch Amnesia hier im Kanal. Yay! Hey. Ist ja nicht so, dass wir daneben sitzen, ne? Na, eher nicht. Ich werde zu Hause Slender aufnehmen. Also. Sehr gut, ja. Slender will ich nicht spielen, ich mag die Figur nicht. Nee. Egal. Ja, ich würde mal sagen, die Zeit ist abgelaufen. Das waren 10 Minuten mit Rayman. Ihr könnt jetzt gerne eins der anderen Videos angucken. Ja. Links unten in der Beschreibung. Ja, Feedback da geil. Ja, könnte man auch hinterlassen unter den Kommentaren, du weißt schon. Möglichst kein Flame, wir haben gerade erst angefangen. Ja, schick. Viel Spaß noch. Konstruktive Kritik. Bis dann.